probier doch mal alle Tasten durch. Hab ich auch, den schreibe ich mir. Hab ich auch erst überlegt. Ich habe aber Angst, dass ich dann irgendwie, dass das Game dann irgendwie aus Versehen wirklich startet. Ich gucke mal. Ich fahre mal den unsichtbaren Fahrgast im Kofferraum weg. Und dann probieren wir mal alle Tasten durch. Der muss ja irgendwie blinken können. Wir müssen ja auch mal ein bisschen... Warum habe ich nicht das Auto, was da gerade war? Mal kurz die Lenkung ein bisschen... Okay. Oh, scheiße. Ey, das ist so doof, ist das mit der Maus hier. Aufpassen, Moment. Du hast auch keinen Unterschied, wenn du, wenn das Auto kaputt ist. Wir gucken natürlich auch mal, ob man das Auto komplett kaputt fahren kann. Die fahren halt auch alle ohne Kennzeichen, wie es aussieht. Also du fährst quasi rum, um Geld zu kriegen, um das Auto zu upgraden. Das Auto haben wir jetzt aber quasi schon komplett geupgradet, so wie man es haben möchte. Mit einem oder zwei Fahrgästen. Und du kannst nebenbei auch noch Geld einsammeln. Kriegst schon Arsch voll Geld beim Fahrgast wegbringen und kannst auch so noch Geld einsammeln. Wir wollen natürlich auch auf die Detailliebe mal eingehen, ne? Die wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen. 70% Rabatt. Sale, ja. Oh. Oh, warte mal. Ja. Boah, sogar für Dickbäuche. Das reicht jetzt. Hör schon auf damit. Aber hier? 50%. Will mal eine rauchen, komme gleich wieder. Nein, Shiny! Ey, du musst doch... Was ist, wenn es jetzt losgeht? Du verpasst alles. Und nutzt aktiviert. Du kannst halt auch nicht Pause machen, ne? Wie es aussieht. Pause gibt's nicht. Was gibt's hier? Handtaschen. Überall Prozent gibt's hier. Die haben zugemacht. Moment, warum ist die 20%, die 50% spiegelverkehrt da drin? Also ich würde das Spiel jedem empfehlen. Ich wollte gerade sagen, Kira, hier gibt es Leberwurstbrot. Hier gibt es Leberwurstbrot im Spiel. Alleine dafür würde ich es schon kaufen, Kira. Ich bitte dich. Sind das die Mitarbeiter oder verkaufen die da auch Klamotten? Moderne Sushi-Bar. Okay, die Schilder, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, die Schilder sind gar nicht so schlecht gemacht für so ein Spiel, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Da haben sie sich anscheinend mehr Mühe gegeben als, ja. Das ist ein komischer Sushi da und ich glaube, das riecht auch extrem nach Steuerhinterziehung. Extrem. Was haben wir da noch? Oha, Christmas Sale. Naja, im Mai kann man das auch mal machen. Oh, was ist hier? Ich weiß auch gar nicht. Die verkaufen Mitarbeiter. Ich weiß auch gar nicht, ob hier Errungenschaften, ob es sie gibt. Natürlich auch sehr interessant zu wissen, ne? Was ist hier? Ein bisschen Stau. Wie sieht denn das mit der Ampel aus? Ich will mal gucken, ob das hier funktioniert. Alter. Hör auf damit. Zack, aus. Gucken wir uns mal kurz die Rotphase an.
tut sich gar nichts auf der Kreuzung und die Ampel ist rot. Ja. Und was, auf was wartet? Was ich auch sagen muss, was mir gerade so richtig krass auffällt, weil es auch unfassbar laut auf den Ohren ist, dieser allgemeine Spießhorn von den anderen Autos, der gefällt mir auch sehr gut. Ich habe wirklich gedacht, wenn wir so dieses Format hier machen, dass man so wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden so ein Spiel spielen kann. Aber ich kriege Sodbrennen, wenn ich daran denke, dass ich das jetzt bis um 9 Uhr spiele. Dann kriege ich wirklich so extrem Sodbrennen. Weil anscheinend dauert es auch ewig, bis ein neuer Fahrgast aufploppt. Weißt du, gibt es hier einen Skillbaum? Pass auf, wir geben mal alle Tasten durch. Vielleicht finden wir ja einen Skillbaum. Warte mal. Aber mehr Handlung als der durchschnittliche Schwagerfilm. Okay, wir halten fest, auf Q kann man links blinken. I. Nara WB. Ich nie so dieser I. Ey. Also man kann auf Q blinkt er links. Auf E blinkt er rechts. Auf R macht er gar nichts. Verschrieben, scheiß Autokorrektur, meinte Gesundheit. Na ja, gut. Okay, klar, Gesundheit und I. auf Z gibt es Warnblinker, Z für Warnblinker logischerweise. U ist nichts. Auf I kann man das Auto auch ausmachen. Hätte man den Scheiß denn auf dem Bildschirm nicht weglassen können? Ich muss mir das merken, denn ist das auch ein ganz anderes Spielerlebnis gleich. Auf P ist nichts, okay. Also da längst du logischerweise. Okay, auf C kann man die Kamera wechseln. Ah, auf B kannst du vor der A, hat das natürlich auch cool. Ich habe ein bisschen gehofft, dass da gleich einer aussteigt vielleicht. Springen kann man auch nicht, okay. Gut, ja. Wie schnell kriegen wir denn die Karre überhaupt? Wie schnell fährt denn die Karre überhaupt? Dann kannst du, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, die beschleunigt komplett durch, ne? Eben waren wir auf 101, glaube ich. Weg da! Wir versuchen mal, das Auto irgendwie kaputt zu kriegen. Weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, du. Junge. Der Motor ist doch schon weg. Mal die andere Seite machen. Geht auch nicht, ne? Glaube ich, oder doch? Geht hinten auch? Ja, hinten geht auch, okay. Oh. Er fährt rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Okay, nee, doch nicht. Oh, jetzt hört er Schluck auf. Aber auch sofort. Ich finde es einfach schon mega. Oh, da gibt es einen Fahrgast. Den holen wir uns gleich. Uiala. Uiuiui. Mal gucken, wie weit wir es hinkriegen. Ah, das sind die neuen. Kam noch gestern hier was im Fernsehen. Die neuen Reifen ohne Aufhängung. Ohne Achse. Die den halt raiden.
gestern erst was gelesen. Schillig, fast die Treppe runtergefallen. Oh. So. Also ich würde eine Runde ausgeben hier, Sushi. Hm? Kann ja nicht teurer sein als das Spiel. Also er verliert auch gar nicht an Geschwindigkeit oder an Lenkskills, keine Ahnung was. Ah, Teebeutel. Er verliert nichts an, wenn das Auto kaputt ist, verliert er nicht an Handling oder so. Nuschts. Also ich sehe mich da definitiv in einem Let's Play. Mit mindestens 30 Folgen. Wo kam jetzt das Geld her? Weil ich da durchgefahren bin? Du kannst das Auto anscheinend nicht komplett Schrott fahren. Ich glaube, es gibt immer so gewisse Punkte, die man quetschen kann, und das war's dann. Sieht ja auch das Geld nicht, ne? Kriege ich die Schnauze da vorne nicht noch ein bisschen gedrückt? Ja. Nee. Unter jedem werde ich schreiben, dass man mit Ex-Marvel 19 mehr Spaß haben kann. Achso, unter jedem Let's Play. Naja, es war ja. Also, wie lange nehme ich das jetzt auf? 35. Zweifel nicht mehr, dass das Lost in Trash ist. Ist ja, ich mache das ja staffelmäßig, ne? Ein Spiel, eine Staffel. Ja, aber diese Staffel wird einfach auch nur eine Folge haben. Oder ich strecke den ganzen Scheiß einfach und mache dann Loop-Clips draus. Yo! Oh, warte mal. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es tut sich was. Ich weiß, ich frag mich auch nicht, wie lange ich das jetzt noch machen will. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hier? Du kannst dir auch nur Klamotten kaufen und Sushi. Nur Klamotten und Sushi. Ich würde das Auto nochmal gerne anmachen. Blinker funktioniert aber noch, oder Warnblinker? Wow. Oh, guck mal. Das Lenkrad bewegt sich mit. Ich will das gleich mal. Bisschen hier drauf. Achso. Ich will noch einen Fahrgast mal haben. Spielst du das jetzt bis zum Ende oder drei? Ich habe am Anfang nicht mitbekommen. War zu spät da. Ich spiele es jetzt komplett durch.
Wie Autoscooter. Da muss ich los. Das kann man doch nicht mehr durchspielen. Yes. Flo, ich möchte Sie daran erinnern, dass du solche Spiele haben wolltest. Ja, ja, sicher. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man spielen kann. Bodenwelle oder Rentner ist das gleiche quasi. Ich würde nur gerne noch mal einen Fahrgast haben wollen. Also du könntest theoretisch dein Geld machen, indem du einfach nur die ganzen scheiß Dinge abfährst, oder du machst einfach ein paar Drifts und kriegst dein Geld und du fährst einfach deine zwei Kunden da in einer Stunde, ne? Aber auch gut, dass die anderen Autos keinen Schaden kriegen. Das wäre aber auch wiederum, dann hätte man locker 2,99 nehmen müssen für. Mindestens. Ah. Die sind festbetoniert. Die sind auch noch von gestern hier. Fahrgast. Oh, hier. Mach doch mal Warnblinker aus, Mann. Geht auf die Batterie. Ist ja die Mal-Batterie. Wo war das? Z, ne? Läuft der Tachometer mit? Nee, der ist aus. Wir genießen das jetzt einfach mal so, ne? Habe ich den Fahrgast überhaupt drin? Nö. Oder? Doch. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Ah, hier. Ah, okay. Doch. Ich dachte gerade nur wegen dem Pfeil. Ich dachte, er korrigiert dann. Quasi navitechnisch. Mach den mal auf Nachtzuschlag und E9. Mehr Personen auf, da kannst du da auch reindrücken. Einfach mal Nachtzuschlag. Ja, hier ist auch keine Sonne oder so. Hier ist auch die ganze Zeit duster, ne? Diese Entwickler sitzt zu Hause und denkt sich so, oh, da hat sich einer das Spiel gekauft. Voll Idiot. Das Auto fährt auch einfach weiter im Ladebildschirm. Macht der den Blinker eigentlich auch runter, wenn ich blinke? Nee. Hier blinkt es auch nicht und das die Tachoanzeige. Oh doch, die Tachoanzeige bewegt sich. Also du kriegst das Auto nicht kaputter. Ja, ebenso verdient auch nichts mit dem Taxi-Business. Oh, Polizei. Geil. Ich will nochmal hier kurz reingucken. Hier vorne, warte mal. Oh, da ist das Spiel aus. Shopseite. Wir schauen mal kurz in den Shop nochmal durch. Yusuf. Yusuf Islam Shihidan Samet AK Inspector Studios. Entwickler ist Yusuf Islam. Scheiß mal, die Cops, los, Jessica. Wir gucken uns auch nochmal vorher den Trailer jetzt, also nicht vorher, wir gucken uns jetzt den Trailer mal an. Das sollten wir in Zukunft vorher machen dann. Das Game ist alles, aber nicht Haram. Jo. Wir gucken uns auch die anderen Spiele an.